Okay, was haben wir noch? Also wie gesagt, die Festung mit den fliegenden Augen würde ich ungern angehen. Wir könnten die Vorposten der Teufel mal versuchen. Oh, wir können nach Neusorpigal. Und da fliegen wir zu der einen Insel, da war nämlich noch was. Genau da. Ich glaube, da hatten wir vor einer ganzen Weile, also mehreren Wochen gesagt, dass wir es da schaffen könnten, aber es wäre ziemlich anstrengend, wir müssten recht häufig rein und wieder raus. Da wir jetzt ja doch ein bisschen stärker geworden sind, hoffe ich mal, das klappt jetzt einfach. Buffs haben wir... Nur die einen, okay. Du, Tag der Götter. Gariks Schmiede. Du. Fackellicht, haben wir Federfall? Ja, haben wir. Wo ging es hier weiter? Alle. Hopp. Alle. Hopp. Aha. Wo war der Haken? Irgendwann kamen ganz viele Magier und das wurde dann doch ganz schön brenzlig. Gucken wir mal, ob sich da jetzt sehr viel verändert hat. Genau hier. Magier. Magier tot. Magier tot. Ah, Verrücktheit. Okay. Machbar, aber ziemlich CD, Jungs. Wichtigster Punkt. Können wir jetzt Irrsinn heilen? Ich glaube, deswegen sind wir primär raus. Ja, können wir. Danach sind sie schwach. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Das heißt, sie muss erstmal den ganzen Irrsinn heilen. Und danach die Schwäche heilen. Das sieht nicht gut aus. Das ist tierisch verwinkelt hier. Oh. Oh, 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 oh. Okay, du. Irrsinn heilen. So, du nicht verbrennen. Giftwolke wird gegen Feuer nicht funktionieren, ne? Nee. Du Eisbombe. 8 Punkte Schaden. Das ist nicht gut. Schwäche heilen. Was haben wir gegen die gemacht? Eisstrahl? 32 Punkte. Schrapnell macht auch nicht Schaden, aber die sind zu weit weg. Da treffen wir immer nur einen. Schwäche heilen. Können sie einfach tackern. Wenn wir sie dann ordentlich treffen könnten, okay. Rundenbasiert und das sind ein paar mehr. Hauen. Schwäche heilen bei dir. Hauen, hauen. Wusch. Implosion funktioniert sehr gut. Der Rest haut einfach und heilt. Kraftheilung. Hauen, hauen, hauen. Implosion. Hauen, hauen, hauen. Heilen. Hauen. Oh, da ist irgendwas kaputt gegangen. Genau, Rüstung immer sofort reparieren. So. Hauen. Implosion. Taka, taka, taka. Na komm, Rest schaffen mit dem Bogen. Weg mit dir. Oh oh. Toter Winkel, toter Winkel. Da. Geh weg. Talanas Rüstung? Nein. Seine Rüstung? Nein. Ich glaube, es ist ein ganz zäher da oben. So, und du bist jetzt direkt über uns, richtig? Komm runter. Da bist du. Oh, Feuergeist. Ruhe. So. Schlafen können wir hier aber auch nicht. Das ist nicht so schön. Kraftheilung. Also das sieht aus wie ein Auffangbereich, falls wir oben runterfallen von den Stegen hier. Und wir wollen auf die andere Seite. Also bleiben wir hier drauf stehen und machen
Was? Du machst die Tür da unten. Okay. Können wir da schummeln? Warte mal, du. Sprung. Oh. Teleporter, okay. Wir sollten nicht versuchen abzukürzen. Wir wollen jetzt ganz regulär da unten hinkommen. Also gehen wir eine Etage tiefer. Hier rum. Hier müsste jetzt die Tür offen sein. Hier müsste jetzt die Tür offen sein. Jetzt ist da oben eine Tür offen. Okay. Wieder nach oben. Ich glaube auf der anderen Seite. Nee, ein weiter. Genau, hier ist die Tür offen. Wo wollen wir überhaupt hin? Wir wollen auf die andere Seite, genau. Warum sollten wir das dann zumachen wollen? Es hört sich an, wenn zwei Türen zugehen würden. Hier unten vielleicht? Oh. Ja, hier unten auch zu. Ah, okay, okay. Geronimo. Teleport. So, Brücke ist auf der richtigen Seite. Wir müssen jetzt nur einmal rum da hinten durch und die Tür da mit dem Schalter da aufmachen. Ich würde trotzdem ganz gerne vorher irgendwo schlafen, aber... Nee. Wo bin ich? Achso, ich bin bei den Armen. Ich will gar nicht zu den Armen. Ich wollte... Ich wollte eigentlich aus dem ganzen Komplex hier raus und irgendwo schlafen. Dankeschön. Na gut, vielleicht können wir da ja irgendwo schlafen. Zu. Wie kriege ich jetzt die Tür wieder auf? Ich glaube, das war da hinten unten. Okay, nächster Versuch abzukürzen. Sprung. Aha. So. Genau. Jetzt wieder nach oben. Beim nach oben gehen, mal gucken, ob wir hier irgendwo wieder rauskommen. Hier. Ah, okay. Da sind noch Gegner hinter. Deswegen können wir wahrscheinlich nicht schlafen. Ich versuche mal hier zurückzugehen. Weil hier hatten wir ja eigentlich alle Feuerelementare und ähnliches getötet. Richtig? Eigentlich schon. Trotzdem können wir hier nicht schlafen. Das ist nicht so schön. Also wir müssen jetzt ganz hoch laufen. Nee. Okay, wir laufen jetzt ganz hoch, schlafen, Waffen gehen ganz mal wieder rein. Und dann setzen wir unten, da wo wir denken, dass es schwieriger werden könnte, einen Sprungpunkt. Und wenn wir das nächste Mal schlafen müssen, dann springen wir halt einfach raus nach Freehaven, legen uns da in die Taverne und springen dann wieder dahin zurück. Nichts wie weg. Nichts wie weg, genau. Du, gar nichts. Du, Tag des Schutzes, du, Tag der Götter. Wir haben Federfall, also können wir jetzt da rein. Und wir bringen jetzt hier schon mal die einen Magier noch um, die bestimmt hinter der Tür da sind. Damit die nicht auch noch irgendwo im Weg sind. Du, Stunde der Kraft. Du kannst hier schon einen Sprungpunkt setzen, ist okay. Leuchtfeuer setzen, irgendwas ist da verschwunden. Wow. Ah, die sind alle zu schnell auseinandergegangen. Du Schrapnell. Du auch irgendwas Flächenartiges. Nee, komm, kein Funkenflug. Implosion, was soll's. Genau. Du Prismenfeuer. Du Schrapnell. Du schießt auf den. Nicht auf dich. Du schießt auf den Einzelnen da hinten. Der ist eh schwach. Das sind die Stärkeren. Du Prismenfeuer. Kerogon sieht sehr interessant aus, wenn er irrsinnig ist. Du Schrapnell. So. Du heil bitte deinen eigenen Irrsinn. Was ein recht interessantes Konzept ist. Ho, ho, ho.
Essenz der Reaktion. Jetzt muss ich wieder aufschreiben, wer welche Tränke getrunken hatte. Okay, Reaktion bekommt Talana. Reaktion Talana. Kommt mit auf die Liste später. Also das war gerade meine temporäre Liste. 36er Kettenhemd, das hätte ich gern verzaubert. Das können wir alle verkaufen. Und dann machen wir einfach das alles raus. Und ist nichts mehr drin. Okay, du. Die ist in Hain. Okay, also, wir müssen jetzt auf der oberen Etage, auf der wir gerade sind, in dem hinteren Ding rübergehen. Dann ist die Brücke da und wir sind dann im neuen Bereich. Okay. Was? Ich hätte schwören können, die Tür wäre eben gerade noch offen gewesen. Was? Ah, so, okay. Komische Sache das. Na gut. Ein Raum voller Magier. Yeah, wow. Ein Raum mit vielen Magiern. Du Schwäche ein. So, kommt mal ein bisschen weiter zusammen, bitte. Na gut. So. Du. Inferno. Du schießt. Du machst. Nee, kommt nicht durch. Okay. Du. 20 Punkte noch, komm schon. Du. Inferno und das mit zu albern. Wir stürmen da jetzt rein und töten. Ich sehe überall nur Explosionen. Du. Oh. Okay, ein, zwei haben wir erwischt. Taktischer Rückzug, taktischer Rückzug. Du. Heil deine Inseln. Du bring uns raus hier. Nach Freehaven. So, ab zur Taverne. Schlafen, buffen, ganz normal. Der Raum war. Wow. Taverne? Achso, ich bin zur falschen Richtung gelaufen. Okay, da hinten ist die Taverne. Sinnigerweise am Hafen. Aber ja, ich bin ein bisschen übermütig gewesen. Der Raum war ja doch mit ganz schön vielen Magiern gefüllt. Aber gut. Essen. Gepäck ist bereits voll. Okay. Das war aber ein ganz schön grumpiges Nein von Geogon. Du. Tag des Schutzes, du Tag der Götter, du Leuchtfeuer zurückrufen. Garige Schmiede. Ich hoffe mal, die Türen sind soweit noch offen. Es ist Tür ist offen, ja. Ich hätte gern noch den anderen Lichtzauber. Du. Weg mit dir. Ganz schön dicht gepackt da. Was? Hier ist immer noch da. Wohin kommst du mir nicht? Kristalle auf dem Boden. Ein Titan-Dreizack. Das bitte reparieren. So. Das muss irgendwie. Nee, dann kann sie nicht verzaubert werden. Warte mal. Du da. Ich mag das Gerogon nicht wirklich antun, die ganzen Tränke jetzt zu nehmen. Wir müssen aber Platz machen. Du Verzauber, das da. Beschleunigt die Erholung, kann weg. Das könnte schon fast genug Platz sein für eine Kettenrüstung, oder? Raus drei Felder, boah. Ganz schön dekadentes Amulett, so. Passt nicht rein, Kraut? Ja, jetzt passt rein, okay. Du, da, da, da. Kiste. Oh. Nicht genug Gold. Eine Kiste, die sie nicht entschärfen konnte. Das verspricht vielversprechend zu werden. Brief an Markus.
Bruder, wir werden alles brauchen, was immer ihr uns an Waffen liefern könnt. Nun, da Garrick fort ist, habt ihr völlige Kontrolle über die Einrichtung der Schmiede. Ich brauche euch, damit ihr diese Kontrolle in Hilfe für uns umsetzen könnt. Bald werden wir unsere Feinde in unserem Herzen treffen und ihr werdet einen Platz an meiner Seite als Herrscher Enros haben. Gerard Blackhames. Okay.